Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Snipperclips zusammen mit Zombie. Irre Wissenschaft. Euch geht's in ein wissenschaftliches Level. Vielleicht bauen wir Raketen oder wir mischen Chemikalien. Oh, warte, ich will die Schleim da machen. Das sieht echt süß aus. Oh, wir können den Schleim. Oh, kommt her! Keine Angst! Ach, die müssen rechts durch, wir müssen die durchlassen. Die gehen von alleine durch, aber wir müssen den Schleim abblocken. Mach mich zu einer Schüssel. So eine Würde ich sagen. Ja. Duck dich. Dann schneide ich hier eine ganz große Schüssel aus. Ja. Steuerung erinnern. Perfekt. So. Hier, komm raus. Guck mal, ich kann es in mir sammeln. Vielleicht. Ich habe eine Idee, Zombie. Vielleicht müssen wir beide eine Schüssel sein. Heißt, du gehst durch. Durch dich geht komplett durch. Guck mal, ich kann es auch so machen. Ah. Aber die haben Angst vor dir. Den unteren will ich erstmal machen. Fangen wir erstmal mit dem unteren an. Ich drehe mich dann, wenn der unten ist. So. Oh. Und dann. Oh. Okay. warte, ich habe eine bessere Idee. Block mal die Röhre da unten rechts. Warum? Block die mal. Okay. So, dass der Schleim sich hier sammelt. Weil guck, das Rohr kann leer gehen. Aha. Jetzt haben wir eins drüben. Oh, shit. Jetzt. Ah, ich versteh's. Ich hab doch gesagt, du kommst nicht zurück. Oh. Okay, und wie blocken wir jetzt den Schleim oben, dass naja, unser... warte, wenn ich den berühre, ist er ja auch verschreckt, oder? Ja. Okay. Wir machen einfach eine größere Kuhle. Und zwar, indem wir... Ah, okay. Nee, stell dich normal hin. Dann ist es einfacher für mich. So. Und dann musst du ungefähr dasselbe aus mir rausschneiden. Kriegst du es irgendwie hin? Und dann stehe ich quasi hier. Guck. Und dann haben sie wie so eine mega Schale. Ach so. Ja, ganz langsam alles rausschneiden aus dir. So. Genau, und jetzt? Ist zwar Oh, warte, das könnte hinkommen. Oh. Warte, so. Ein bisschen zu viel. Ein bisschen, ich hätte mehr von deinem Rand. Oh. Oh. So. Komm schon, nein, ich hätte mehr. Du musst dich warte, ich hab eine Idee, wenn ich ein bisschen. Oder? Warte, bleib stehen. Wenn ich so mich hoch. Oh, Schleimi? Oh! Ja, er hat's geschafft. Er hat sich einfach durchgesneakt. Ja. Oh, das war cool. Jetzt seid ihr zu Hause. Ich fang ganz viel Schleim. Oh. Was ist nächstes? Die glückliche Blume? Wir können normal spielen jetzt. Jetzt spiele ich die glückliche Blume. Wow. Weißt du, wie die Kinder, die einfach die leckeren Süßigkeiten zuerst essen? Du hast doch angefangen. Braucht es jetzt Wasser? Okay, eine Blume. Jetzt wirst du verprügelt. Was müssen wir mit dir machen? Ich soll mir so auseinanderschneiden. Da oben steht Wasser auf Blume. Ja, aber woher bekommen wir das Wasser? Ach, die soll einfach da hoch gequetscht werden, glaube ich. Nee, wir müssen die schon gießen, glaube ich, oder? Oder nee, wir müssen die irgendwie mit so Form nach oben. Okay, warte. Ich mach mal. Wir machen mal einen Rundi-Rund in mich rein. Ein Rundi-Rund? Ja. Ja, wir müssen die Form der Blume ungefähr haben. So. Genau. Runde. Oh, der untere Rand wäre sogar besser gewesen. Guck, jetzt kann ich so hochheben. bisschen friemelig? Ja. Wenn ich sie dann einmal hab. Ich kann schwer springen. Oh! Ja? Oh, du musst auf mich drauf, glaube ich. Nein, du musst dich einfach anders drehen, dass du lang bist. Das ist ultra friemelig. Also, jetzt muss ich gerade. Kannst du aufstehen? Du musst ja erst unten drunter. Und jetzt muss ich mich drehen? Nee, oder? Nee, bleib du Kannst so. Kannst du dich jetzt ducken und unter mich? Ja. Warte. Ha! Ah! Das hab ich wieder ganz gemacht. Blume happy. Wenn man das mit dem Gießen ganz falsch interpretiert. Ich glaube, wir können weggehen. Nee, ich hab's mir schon gedacht, weil ich hab das übrigens. Wollte ich sie ja hochheben. Ich hab gedacht, wir müssen sie gießen und dann wächst sie, wie das Pflanzen machen. Nee, wir ziehen die nach oben und dadurch wächst sie. Ah! Leimer. Eimer, Schleimer. Aber wir müssen bestimmt ein Eimer werden. Warte, ich mach dich zum ultimativen Eimer. Okay. Lass mich einfach arbeiten. Oh. So. Warte. Ah. Okay, so. Jetzt ein bisschen Schleim. Das Wie fließt es durch dich durch? Das hast du dünn gemacht. Oh. Okay, kein ultimativer Eimer. Dann machen wir nochmal. Aber nicht zu dünn. Ja, probieren wir es einfach mal so. Ja, guck mal, jetzt passt es auch in mich rein. Willst du mich auch eimern? Ja, mit okay, warte, ich liefere das aber erst. Oh. Ja, dann duck dich. Duck mich.
Und dann mache ich einfach zuck, 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 zuck. Ja, okay. Passt schon, dann kann ich in das Loch da reinfüllen. Da habe ich so einen kleinen Tank, nicht wie eine Patrone. Ja, es geht echt. Da kannst du dich hier richtig gut drehen. Oh, wir dürfen aber nicht gegeneinander stoßen, so schieben wir das aus uns gegenseitig raus. Okay, ich muss über dich rüberspringen. Eine Plattform. Du bist irgendwie ein bisschen effizienter als ich. Ja, aber dafür bist du schicker. Und rein damit. Haben wir schon? Nee, ein bisschen fehlt noch. Ich komme! Oh Gott. Ja, wir haben es geschafft. Ja! Guck mal. Und wenn wir jetzt den Rest auffangen, cool, dann kommt nichts mehr raus, oder? Der Tank da oben kann leer gehen, auf jeden Fall. Wenn du noch ein bisschen was auffängst. Ja. Jetzt ist er leer. Ja. Jetzt ist er wieder voll. Dann machen wir mal das erste Level. Oh, ein Fischi! Oder? Oder wird's ein Käfer? Das ist wie also, ein Käfer? Das Stück bin ich so. Okay, ich drehe mich mal. Oh ne, das ist zackig, oder? Oh, das ist rund. Das ist rund. Das ist rund. Aber es ist... Ach, egal. Was will schon so, schief gehen? Aber du musst noch unten und oben irgendwie ein Stückchen... Ah, mach ich einfach zack. Kannst du dich ducken? So? Ah, das passt. Und jetzt muss ich ein Kreis werden. Okay. Also mache ich erstmal so. Guck mal, wir sehen aus wie ein Doppelpunkt Dreimond, wenn ich da so stehe. Stimmt! So. Vorsichtig. Will kein Maudado hier häckseln. Ja, perfekt. Okay, hoffen wir, dass wir genau genug waren. Du warst auf jeden Fall. Ja, wir sind fishy auf jeden Fall. Oh, wenn du bist. Ja! Oh, nee, wir sind eine Fliege! Ich hab's gewusst! Spawn. Fliegen! Was kann ich machen? Auch eine Fliegen spawnen. Schade. Wollen wir die Moleküle oder was auch immer das ist? Gentechnik stand da. Ja. Ich bin für Gentechnik. Okay, was, wir müssen was den ist Menschen das verbessern. Beste an Gentechnik? Oh, wenn du dich gentechnisch verändern könntest, was würdest Gene du machen? An dir. Ich würde gern alles essen können. Guck mal, das ist die DNA. Aber das ist... Ist das richtig? Ach egal, Leute, was will schon schief gehen? Die Pfeile haben in die richtige Richtung gezeigt, okay, aber der obere muss andersherum rein. Ah, oh nee, nee, jetzt müssen wir das hier, glaube ich, drehen. Oder nicht? Nee, ach so. Ich hab's umgedreht, aus Versehen. Perfekt. Das ist richtig herum. So, jetzt stellst du dich da hin, ich fahr dich hoch. Willst du zwei Löcher wieder, so ein bisschen mich wieder käsieren? Einmal hier und einmal da, zwei Zacken. Reicht das? Ja. Irgendwie. Irgendwie aber auch nicht. Soll ich nochmal, komm. Ich könnte dir noch ein paar. Mach mal einfach hier so zacken in mich rein, ja. Und da noch eine große. So. Hallo? Ja, oh, das passt ja. So, perfekt. Wir haben einen perfekten Mensch erschaffen. Sieht richtig lustig aus. Was haben wir jetzt erschaffen? Ich weiß nicht, ich denke mal, mutierter Mensch. Der kann jetzt. Der hat jetzt drei Arme. Ah, guck mal, da unten links sehen wir, wie es richtig ist, um so ein Zahnrad zu drehen. Unten, aber eine Lücke in einen reinmachen. Und einen längeren Daumen, um das Handy besser zu bedienen. Ja, soll ich machen. So ein Mega-Daumen. Mit so einem Extra-Glied. Kann ich einfach zwei Hände an einem Arm sein? Okay, also. Was? Könnte ich einfach zwei Hände an einem Arm sein? Das wäre auch möglich. Achso, dann hält einer es hinten und der andere bedient das Handy vorne. Schneid mal von mir ab. Genau, und jetzt mache ich hier so ein Dings in dich rein. Ich habe jetzt, glaube ich, die richtige Länge. Und jetzt guck mal, ob du dich da einfach draufklemmen kannst. Ja, genau. Und dann kann ich... Das ist ja richtig gut. Jetzt brauche ich nur dieselbe Form. Warte, dann repariere ich mich dafür. Und du schneidest mit deinem hinteren Ding da. Warte. Ich muss. Ja, ich, genau. Ich leg mich einfach auf den Boden. Hilfe! Da wollte ich nicht ran. Genau, jetzt einfach zweimal da reinschnüffeln. Alter, perfekte Form. Ich wünschte, wir in echt wären solche Dinger. So praktisch. So rum. Ach, ich muss hier zumachen, okay. Und du auf und dann füllen wir es unten rein. Das ist unsere Aufgabe. Ja, fertig. Ja, oh nein, oh, 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 oh. Wir müssen das in der Mitte rausschneiden. Ja, warte, ich mach dich mal dünn. So, denkst du das, oh, und unten noch.
Und wird abgenommen. Nie wieder Laufband. Genau. Und dann musst du aus mir eine Kugel machen. Und ich weiß schon wie. Ich hab den Ultraplan, Zombie. Ich auch, okay, aber sag mir deinen. Reparier dich. Und dann mache ich hier ein Loch in dich rein. Und mit dem kannst du dann meine Form machen. Ja. Wir hatten jetzt einen Plan. Soll ich mich ducken? Nein. Okay. Bleib einfach nochmal stehen. Ich muss hier einfach echt auf der Höhe. Ja. Oh. Ich würde gerne noch die Zacken wegmachen, ja, die ich hier übergelassen habe. Die auch gern weg. Die stehen wir nicht. So. Ah. Zack. Eine Waschmaschine! Eine Waschmaschine! Oh, ich hätte gerne eine Waschmaschine. Ich bin ein Kreis! Zerstört. Sieht aber lustig aus als Kreis. Ja, gell? Ich sehe aus wie hier, wie hieß das Spiel, was wir da vorgespielt haben? Ein Klumpi. Ja, die Klumpi. Putti. Putti. Ich bin ein Putti. Putti-Pals. Rechts, genau. Bestronomie. Oh. Also ich hab hier Stäbchen. Ah, guck mal. Ich drück einfach alle. Das ist unser Solarsystem. Unser Sonnensystem. Wir müssen drei verschiedene Linien in uns reinstecken, dass wir... Guck, der hier muss so weit reingeschoben sein. Ah. Ja, ich sehe es. Du siehst diese weißen Punkte. So weit müssen die Stäbe geschoben sein. Ich sehe es. So müssen wir uns zuschneiden. Heißt, wir brauchen erstmal einen wieder mit einer Stäbchenform, damit der das reinkanten kann. Und das bist du. Ja. Hallo. Du hast mein Stäbchen ein bisschen sehr dünn gemacht, ja, aber... Ja, reparier dich nochmal, dann mach ich's dicker. So. So. Okay, der mittlere. Also der oberste soll ja ganz bleiben, genau. Einfach am besten, weil du am weitesten musst. Genau, und der mittlere muss am tiefsten rein. Ich würde erstmal den mittleren machen. Okay. Guck dich. Und der muss tiefer rein. Warte, genau. Ich hab sogar eine Idee. Gib mir mal. Soll ich ausprobieren? Ne, warte. Ja, stimmt. Du hast recht. Ich hätte warten sollen. Ja, ja, der Schlitz dazwischen muss. Achso, der Schlitz muss ultra dünn sein. Ja, ich seh's. Ja, warte, mach den von dem unteren nochmal ein bisschen. Kannst du auch einfach wegmachen, den Schlitz. Stimmt das schon? Nee, die müssen... Oh doch, ja. Ich krieg's hin. Okay, also muss ich nur bei dir ungefähr dasselbe hinbekommen. Ich weiß, wie ich das hinkrieg. Schneid mal oben noch ab, ganz oben. Der Bereich, der eh nicht... Also, bei mir... Okay. Zwei habe ich schon richtig. Ja, aber wie soll ich das letzte machen? Ich kann dich ja nicht länger machen. Okay. So, aber warte, schneid von mir ganz oben nochmal was ab, damit ich so eine Form habe. Also, dass quasi mein oberes Teil so ein Ding ist, mit dem ich aus dir rausschneiden kann. Ja, warte. So. Deine Mitte muss ja. Einfach reingedingt. Nee, denn alles außer deine Mitte muss kurz sein, oder? Oben muss noch mehr. Weniger muss. Oben muss noch weniger sein. Also mach oben mehr weg. So? Ja. Probier mal. Bin verkehrt herum. Kannst du dich nicht einfach spiegeln? Okay, ja. Muss ich wieder reparieren. Upsi. Ich musste abschneiden. Vom Lack. Ja, lange ist noch zu lang. Mach kurze Stücke. Lieber zu wenig als zu viel. Okay, ich hab meine drei. Ach, hab's. Ja! Oh. Da oben dreht sich das Solarsystem. Unsere Erde dreht sich wieder. Was haben wir da? Merkur? Venus? Pluto, Erde. Pluto, Pluto und Pluto. Pluto und Pluto. Der einzig wahre Planet. Ach, Finale. Guck mal, wir haben wieder diese lustigen Blubis. Schlafenszeit. Moderno, gute Nacht. Ja, endlich wieder. Ich bin auch echt müde. Obwohl ich eigentlich viel geschlafen habe, aber... Ich freue mich. Oh! Hallo. Oh. Oh nein, es ist traurig. Wo soll's hin? Müssen den Schleim wegdrücken, dass die schlafen können. Ah. Aber der Schleim kann nicht aus dem Kreis raus. Ja, der wird immer wieder in den Kreis gezogen. Ja, das ist ja kein Problem. Also hüpfen wir einfach so lange, bis der Schleim sich zufällig nicht mehr dahin. Ja, ja. Aber oh, wir haben es. So. Oh. Das ist cool. Und einfach. Wissenschaft ist ja echt einfach. Mach mal ein Loch in mich rein.
Warum? Ach, weil du ich halbiert sein möchte. Warte. Einfach in die Mitte nee, wegmachen. So, guck mal, jetzt kannst du einen eigentlich saven, indem du dich einfach hochstellst, oder? Ich kann den Schleimer auch schön wegziehen. Ich kann den Schleim sogar weghalten. Oh, guck mal, das fehlt nur noch dann einer. Dann mach du fertig. Aber ich habe Angst. Willst du nicht einfach da hoch, ganz langsam, auf mich drauf? Nein, ich halte den Schleim hier fest. Ach so, du hast Schleim, das habe ich gar nicht mitbekommen. Geschickt. Hm. Lass dich nicht so wild rausschleudern. Kann ich auch einfach Schleim rausholen? Mach meine Form größer, ich muss mehr Schleim wegnehmen. Okay. Ja. Das darf nicht zu dünn werden. Ja, so. Okay. Oh, warte, du solltest, sorry. Ja. Müsst du auch eine Form in mich reinmachen, dann kann ich ja auch nochmal Schleim wegnehmen. Okay. Ja, das passt schon. Dann kann ich das ja, langsam warte, aber lass mich erstmal eine volle Ladung. Ja, dann gehst du erstmal nach links, genau. Oh, das okay, ist voll. Okay, bin komplett voll. Oh, guck mal, jetzt muss ich nur noch den Schleim von dem da unten wegholen. Und währenddessen allen Schleim in die anderen reinschieben. Hm. Ich glaube, du kannst den Schleim auch einfach wegschieben, das ist jetzt echt wenig. Ja. Als ob. Ja. Geschafft! Da ja. Zeigt mir den Schleim. Im Schlafen bin ich Experte. Weltraumschleim ist cool. Hä? Und? Das ist das Tutorial! Mit unserer Liebe. Wie hoch auf ist die unsere Probe Freundschaft? Gestellt? Ich glaube, wir haben schon durchgespielt. Denkst du? Hä? Ja. Okay. Das Ungar! Aber es gibt noch ein DLC, den wir spielen können. Und noch die extra Level aus Level 3. Kapitel 3, ja. Die ein bisschen knackiger sind. Aber das Spiel ist echt lustig. Also zur Verteidigung des Spiels, es war ein Launch-Titel von der Switch, der einfach halt so, ja, scheinbar recht schnell entwickelt wurde und einfach nur so als Minispiel dienen sollte und war es ja auch. Ja. Echt süß. Ja, aber es ist echt ultra, die Animationen sind halt alle richtig lustig und süß gemalt und alle handgezeichnet, glaube ich. Also müssen es ja. Da ist echt alles mit Liebe gemacht. Und anscheinend auch echt von wenigen Leuten. Nintendo SFB Games, habe ich davor noch nie gehört. 5 neue Level im Wissenschaft freigeschaltet! Let's go! Ach, und weil irgendjemand das gesagt hat, über diese Technik, die wir gerade benutzen, um mit der Switch zusammenzuspielen, können wir nicht mit mehr als 2 Leuten spielen. Kann man nicht? Nee, du müsstest für jedes nochmal so ein Ding anschalten und ich glaube, du kannst die Software nicht für verschiedene laufen lassen. Aha, okay. Also maximal zu zweit. Ja. Aber besser als nix. Ja. Außer bei Mario Party kann man ja auch machen, dass man einen Controller weitergibt. Darüber könnte man das vielleicht machen. Da müsste man den mal umstellen, wer gerade den Controller hat. Bereit und los. Guck mal, ein Atompilz. Schneid mal ein Stückchen von mir. Oder warte. Wenn du genau in der Mitte bist, dich dann da duckst. Guck mal, dann kann ich hier so. Ja. Und... ein bisschen weiter nach links. Ja, das sieht gut aus. Sieht gut so aus. Und jetzt muss ich von dir da oben nur irgendwie abschneiden. Jetzt heißt ja eine ganze untere Hälfte. Ja, komm mal auf den Boden. Hm. Also wenn ich komplett gestreckt bin ich halt perfekt drin in der Form. Und... Schnipp. So. Es ist doch perfekt. Ja, fast. Ich habe da ein echt unschönes Ding bei dir reingemacht. Ist es jetzt ein Pilz oder ein Atompilz? Was denkst du? Pilz! Und ich kann Sporen machen! Vergiftet! Ich auch! Ja! Man kann gar nicht zu sehr spammen. Nee. Ich bin richtig erschüttert, dass es jetzt schon vorbei ist. Irgendwie habe ich damit gerechnet, dass es 6 Level oder so gibt. Ich hatte schon ein Gefühl, dass es wahrscheinlich kürzer ist. Achso, wir müssen ja nur eine Schanze machen. Du brauchst nur eine Schanze. Ich stau den einfach. Wir brauchen 2 Schanzen, glaube ich. Bei dir oben und hier eine unten, damit die rüberspringt, oder? Ja, wir müssen 2 Schanzen bauen. Okay. Mach du zuerst eine Schanze aus mir. Hatte ich vor. Soll aber nicht zu steilo sein. So, und ja, es dann muss halt schon oben reinkommen. Es muss ja springen. Ja.
So. Ja, wenn es mir schmeckt, vielleicht. Kannst du ja sonst ein bisschen noch drehen, dass es dann okay geht. Und jetzt auf jeden Fall musst du mich jetzt sehr mühevoll zusammenschneiden. Geh schon mal. Achso, so. Ja, ich kann so rummachen gehen. Glaube ich einfacher, dass ich da eine Schanze bin. So, ja, passt schon. Das passt. Hilf mir einfach hoch. Ja. Oh, darauf kannst du nicht stehen. So. Ah, ja, das passt. Oh ja. Ja. Es funktioniert. Wir sind Genies. Ja, mit dem Turbo-Schleim. Das erinnert mich an hier Slime Ranger mit dem Quicksilver-Schleim. Ach so, das ja war eine Farmerei. Puh. Und schon wieder die ganze alles Slime. Mein Schleim, ja. Oh, jetzt ist er leer gegangen. UFOs. Aliens. Guck mal, das sind die kleinen Schleime, die hier haben jetzt UFOs. Bereit, los. Oh, ihr Aliens, wir haben euren Verwandten geholfen. Was? Ach, jetzt müssen wir das wieder nach oben bekommen, oder wie? Okay, das hier aber einfacher eben. Kommst du irgendwie die Aliens drauf gegen uns? Nee. Wenn du dich auch flach... Oh. Ich weiß nicht, ob die Aliens gegen uns sind oder was die machen. Die schweben hier wohl einfach nur rum. Nein! Ach, wenn die Aliens kommen, dann zieht es sich, glaube ich, ein, kann das sein? Ja. Ah, okay. Ah, das steigt immer nach oben. Wir müssen nur die Aliens weghalten. Ich hab zwei. Ja, ja. Ah, Tatsache. Oh, das war ja viel einfacher als gedacht. Ja, ich habe mich einfach nur auf die... Freiheit den Aliens. Ein Glöcksche. Ich hab gedacht, es wäre ein Baum. Ein Baum? Vielleicht ist auch eine Glocke. Jetzt haben wir ja zu viel Dark Souls gespielt, da sind überall Glocken. Was ist das? Das ist eine Rakete. Ja, passt doch mehr zur Wissenschaft als eine Glocke oder ein Baum. Bäume sind hoch wissenschaftlich. Ach, wir müssen uns gegenseitig hochhelfen, oder? Ja. Und wir brauchen die okay richtige Form für hier unten. Ja, yeah, machen wir erstmal das Einfache oben. Okay. So. So. Oh, wir müssen ja wirklich komplett helfen. So, kannst du dich noch hochstrecken oder bist du schon hochgestreckt? Jetzt auf die andere Seite rüber. Nicht hier noch das Rest? Nein, mach jetzt rechts. Erstmal die oberen fertig. Sprintet er los. So. Bin ich mit der Linie auf einer Ebene? Ja. So. Dankeschön. Bitte. So, und jetzt noch hier. Bin schön friemelig. Ab. Oh. Okay. Oh, das passt. Du bist bestimmt in der Toleranz. 100 Pro, Samuel. Halbier mich mal. Ja, und dann brauche ich noch so eine Ecke, damit ich das Triebwerk richtig zuschneiden kann. Ja. So. So. Das müssen wir anscheinend selber nochmal für die andere Seite machen, oder wie? So. Bisschen weiter nach links drehen. Oder so, ja. Ja doch. Oh, warte, das Ding... Egal. Okay, und jetzt wieder Heide machen und dann... Aber es ist ein kleiner Kreis, oder? Ja. Mach ich einen kleinen Kreis aus dir. So. Dann kriegst du jetzt eine schöne Friese. Ich freue mich. Du bist bereit. Jetzt bin ich eine Kartoffel. Hm. Ja doch, das passt. Wenn wir jetzt nochmal so viel bekommen, dann haben wir es geschafft. Go, Rakete. Oh, Gott ja, sei Dank. Wir haben es geschafft. Es war auch das letzte, aber das war das friemeligste von allen. Können wir die irgendwie starten? Oh nee, ich wollte, dass sie fliegt irgendwie. Hallo? Rot. Was bist du? Okay, das müssen wir wieder nach oben aufsteigen. Ja, ah, warum ist das Wasser in der Mitte? Guck mal. Warum auch immer. Mach ich gerade? Okay, dann mach ich halt so. Warte, du brauchst auch eine Zacke. Weil. Ja, da kommt gleich, wenn ich es hochhebe, kommt eine zweite Zacke. Nee, nee, du musst die zweite Zacke nehmen. Alter, ja. Hä, woher weißt du das? Hab ich gerade gesehen, weil sich gerade bewegt hat. Und dann packe ich dann hier. Upp, Entschuldigung, ich hab's runtergeschoben. Hier kannst du meine Zacke größer machen. Ich bin unzufrieden mit meiner Zacke. Unzufrieden mit deiner perfekten Zacke? Ja, ich hätte gerne größere Zacke. Danke. Achso, ich muss jetzt erst. Ja, und dann komme ich. So. Dann kommst du. Dann komm ich.
Musst du festhalten. Muss nochmal? Ja. Also, ja. Warte. Hast du? Ja. Ja. So. Okay. Aber nicht bewegen. Ja. Oh. Oh Gott. Ich hätte sie fast entrissen. Warte. Oh Gott, es wird immer kleiner. Hebst du noch fest? Ja. Ich laufe gegen die ganze Zeit. So. Okay. Oh, ah, wir haben's. Das ist ein Kaktus. Ultra-Kaktus. Rein da mit dir. Los, ich will ihn noch mal sehen. Kaktus. Oh, Mr. Kaktus. Ich bin ein großer Fan. Voll, jetzt sind wir für immer getrennt. Das Finale. Final Level. Hallo? Ah, wir müssen das blockieren. Aber bei beiden. Wie sollen wir das machen? Kannst du dich größer machen? Mach warte, mal so eine Form von der Röhre an, in mich mal. Rein. Man macht trotzdem mal so eine Röhre, dass ich mich an so eine Röhre dranhängen kann. An eine Röhre dranhängen. Ja, ah, ich mach einfach so ein breites Loch in mich rein. Ich komm nicht durch, der Schleim ist im Weg. Geh ein bisschen nach oben. So, kannst du dich jetzt einfach oben dranhängen? Ja, ich will aber in die rechte Röhre. Ich hab's schon geschafft gerade eben. Du musst dich einfach nur auf mich draufstellen. Ja, ich will aber das. Ja, cool, dann mach ich nochmal ganz, dann mach ich das. Ja. So. Ja, dann will ich auch. Warte, also du willst auch dich an die, ja, an die linke Röhre hängen. Okay. Danke. So, aber ich muss zuerst von dir aus losspringen, sonst komme ich nicht hoch genug. Achso, ich muss im Weg stehen. Wir müssen aufpassen, dass wir es nicht aus Versehen schaffen. Okay. Okay, ich gehe ganz schnell hier hin, damit wir es nicht schauen. Nee, ich lasse meinen Schleim gerade so, noch ein bisschen durch. Okay. Ja. Alter, sind wir cool. Okay, ein bisschen kommt bei mir aber raus. Ich auch. Nein! Die Röhre hat ein Loch. Wir bräuchten größere Kugeln, dann würde es glaube ich gehen. So, probier mal, ob du alles. Du kannst ja erstmal probieren, ob es bei dir klappt. Wenn es bei dir nicht klappt, klappt es ja bei mir auch nicht. Ja? Level geschafft. Aber es ist wieder was hinkommen. Guck mal, das ist sogar perfekt. Ja, warte, machen wir das mal jetzt bei dir noch. Und dann müssen wir einfach gar nichts mehr machen. Für alle drei. Ja. Ja, das wird passen. So. Dann geh du erst nach oben. Ja. Und dann gehe ich. Ach, ich bin zu schwer. Ja, weil du so viel Scheinschleim schon drin hattest. Ja, warte, ich muss. Nein, so kann ich nicht springen! Ich springe ja nicht mal ab. Ach so. Es kommt immer ein bisschen was durch, es ist zu viel Schleim. Ja, okay. Dann halt so. So, meiner ist jetzt glücklich gewesen, kurz happy. Bevor. Dann halt official. Okay, jetzt müssen wir sie doch zumachen. Ah, nee, jetzt müssen wir umlenken, dass deins nach unten geht und meins nach oben, oder wie? Hä? Achso, solange man gedrückt hält, fällt es hoch und runter. Hä? Bei mir ist gar kein Schleim mehr, Zommel. Also, wenn wir eine Chance hatten, dann jetzt. Aber du kommst nicht allein bis nach oben, oder? Doch. Vielleicht bin ich jetzt, wo ich die Rampe ganz hochgefahren habe. Mit der Steuerung gerade. Bring doch! Wollte auf deinen Kopf. Wenn du dich drehst, dann schaffst du es, glaube ich. Dann kommst du willst auf meinen du, Kopf. Willst du die Kuhle in meinem Kopf noch größer machen? Dann kann ich auch den ganzen Schleim, glaube ich, halten. Okay. Das ist schwer, du kommst ja kaum rein, ne? Nee, doch, ich komm ein bisschen. So, dann fahren wir das ganz nach oben. Kannst du von mir auch noch mal ein bisschen links oben diese Ecke? Ganz bisschen. Weil das war ja ultra knapp, ja. Ich muss erstmal testen kurz in deiner Bahn. Weil ich habe diese eine Ecke da. Oh. Nee, kommt nichts durch. Okay, das ist cool. Dann lass mich mal oben hin. Willst du ein bisschen weiter rechts stehen? Danke. Kam auch gerade auf die Idee. So, jetzt haben wir die perfekten Formen. Und so. Ja. Hallo. Oh. Oh nein. Oh nein.
Ja, einmal ein bisschen warten. Perfekt. Das hätten wir einfach von Anfang an machen können. Ja, hätten wir es am Anfang hinbekommen. Dann hätten wir das Level komplett geschafft. Ui, ich wir haben es geschafft, Sommel. Wir haben Snipperclips durchgespielt. Ah, mein halber Körper. Ah, ja. Komm mal, du bist ein Zebra. Das war's mit Snipperclip erstmal. Wir spielen noch das DLC bestimmt. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut bei Sommel vorbei. War sehr lustig und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Todesfalle. Aha. Ich krieg immer ein bisschen von dir. Oh nein. Ich kann mich aber in der Zeit resetten. Nein. Ich hau ab. Nein. Tschüss.